Stellt euch vor, ihr wollt spontan grillen, aber ihr kommt gerade von der Arbeit und habt auch nicht so viel Zeit, denn der Tag ist auch bald rum. Ihr wollt aber noch die letzten Sonnenstrahlen genießen. Dann ist das der perfekte Guide für euch. Innerhalb von einer Stunde machen wir jetzt einen ganzen Grilltisch fertig mit allem drum und dran. Ich schreibe euch alle ganz genauen Mengenangaben, wie immer, hier unten in die Infobox. Und ich starte jetzt mit dem Punkt Fleisch. Falls ihr Vegetarier oder Veganer seid, dann skippt diesen Punkt einfach. Aber ich fange jetzt an, mein Fleisch zu marinieren. Ich habe jetzt hier einmal Hähnchen und Rindfleisch. Und die Marinade ist für beide Fleischsorten identisch. Dafür nehme ich jetzt hier erstmal mein Olivenöl, gebe das hier in eine große Schüssel. Dann kommen Gewürze mit dazu, neben Salz und Pfeffer noch ein bisschen Paprika Edelsüß, Curry, Garam Masala. Und ich habe jetzt hier auch noch gehackt einmal Petersilie und Koriander. Das gebe ich auch mit dazu. Und dann werden beide Fleischsorten damit mariniert. Das wird jetzt hier nur ganz kurz miteinander verrührt. Die Farbe sieht schon echt mega aus. Und das geben wir einmal ab aufs Fleisch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Rindfleisch ja auch kurz aufspießen. Ich finde das immer irgendwie angenehmer beim Grillen. Die Marinade verteile ich jetzt einfach. Das Schöne ist, dass die Marinade geschmacklich wirklich zu beiden Fleischsorten passt. Und hier habe ich Hähnchen Schenkel, Keule, Flügel, alles, was ihr so bekommt. Und eigentlich sagt man ja, Marinade schön lange einziehen lassen. Das ist auch richtig. Wenn ihr Zeit habt, macht das auch sehr gerne. Aber heute soll es ja sehr spontan zugehen. Daher einfach so lange marinieren, bis die auf den Grill kommen. Und wir machen das ja hier jetzt auch als allererstes. Dann haben sie auch schon so 1,5 Stündchen Zeit. Denn bis die Gäste kommen und bis man dann auch den Grill tatsächlich anschmeißt, vergehen ja auch noch mal ein paar Minuten. Es gibt natürlich keine Grillsession ohne Beilagen. Und jetzt schreibt mir mal bitte in die Kommentare, seid ihr auch Team Beilagen? Gibt es irgendjemand von euch, der sagt, boah, nee, beim Grillen will ich nur das Fleisch und die Beilagen interessieren mich gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die Beilagen sind immer so das Spannendste. Da pickt man sich hier und da was. Salat muss immer sein und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt keinen klassischen Nudelsalat, so wie man ihn kennt, sondern einen locker leichten Risoni-Salat. Risoni, das sind so kleine Nüdelchen, die nehme ich auch immer gerne beim türkischen Reis, aber heute habe ich sie einfach gekocht, so 6, 7, 8 Minuten, also die brauchen ja auch nicht lange. Und in der Zwischenzeit einfach hier schon mal die Cherry-Tomaten einmal schön halbieren mit dazugeben. Rucola gebe ich gleich mit dazu. Ich finde, das passt perfekt zusammen. Und dann habe ich hier so ein ganz einfaches Dressing. Richtig leckeres Olivenöl. Einfach direkt mit dazugeben. Ein bisschen Säure, da könnt ihr zum Beispiel Zitronensaft, Limettensaft oder jetzt hier in meinem Fall so ein bisschen Apfelessig mit drüber träufeln. Und dann habe ich hier italienische Kräuter und Salz. Das war's. Das verrührt ihr jetzt. Dazu dann ganz am Ende noch Rucola und fertig ist der Risoni-Salat. Da ich für eine weitere Beilage gleich rote Zwiebeln brauche, habe ich einfach ein paar mehr geschnibbelt, denn ich finde, dass rote Zwiebeln hier jetzt auch noch richtig gut mit reinpassen. Neben dem Risoni-Salat habe ich jetzt auch noch richtig Lust auf einen total leckeren Eiersalat. Dafür einfach die Eier im Wasser gar kochen. Ich halte mich da immer so an 10 Minuten. Ich nehme jetzt hier meinen Wellenschneider und schneide sie jetzt grob, nicht zu fein. Eigentlich ist es euch überlassen, aber ich persönlich mag es, wenn sie einfach ein bisschen gröber sind. Und dann passen dazu halt noch weitere Zutaten wie saure Gurken oder Radieschen, das ist immer so der Klassiker. Schnittlauch darf bei mir nicht fehlen. Und was ich dann noch mit dazu gebe, damit der Salat vervollständigt wird, ist auch super einfach. Dafür gebe ich die Eier jetzt erstmal in eine Schüssel. Als Basis nehme ich jetzt hier die 10%ige Salatcreme von Miracle Whip. Achtet da auf Balance, das ist dann das, was ich jetzt hier verwende. Das gebe ich jetzt hier mit dazu. Das passt nämlich perfekt. Upsala, damit komme ich jetzt nicht weit. Das passt jetzt nämlich wirklich perfekt zu unserem Eiersalat. Und eigentlich braucht ihr da auch gar nicht mehr viel an Würze. Denn das hat schon so einen leckeren Eigengeschmack. Ich nehme jetzt einfach nur noch so ein bisschen Senf mit dazu. Passt ja auch perfekt zu Eiern. Dann habe ich hier nur noch ein bisschen Paprika, Salz, Pfeffer. Das war's. Der Vorteil bei dem Eiersalat ist, der muss jetzt gar nicht lange ziehen. Und ihr könnt da auch eine super Resteverwertung machen. Also falls ihr zum Beispiel noch Mais im Kühlschrank habt, könntet ihr den auch mit dazugeben. Aber für mich reicht das jetzt hier an Zutaten. Jetzt einmal alles ganz gut durchrühren und fertig ist der Eiersalat. Zu einem perfekten Grillabend gehören natürlich auch Dips, genauso wie Brot. Das habe ich nämlich auch schon besorgt. Heute habe ich Fladenbrot besorgt und das schmeiße ich dann einfach später auf den Grill, dann wird das schön kross. Und für meine 2 Dips, die ich jetzt mache, nehme ich jetzt hier einfach den Klassiker von Miracle Whip, die Salatcreme. Das ist jetzt hier die Variante mit 23% Fett und ihr braucht auch gleich gar nicht mehr viel mit dazugeben. Also, das halbe Glas habe ich jetzt hier in die Schüssel gegeben. Ich mache jetzt zuallererst einen Curry-Dattel-Dip. Und zwar habe ich dafür Currypulver, ein bisschen Kurkuma, natürlich auch für die Farbe, Salz und Pfeffer, das gebe ich hier mit dazu. Und meine Medjool-Datteln, die sind nämlich schön saftig, die habe ich hier schön fein gehackt, die gebe ich jetzt auch mit dazu. Dann verrühren wir das und dann geht es auch schon an den 2. Dip. Als nächstes machen wir den Cocktail-Dip mit Miracle Whip Salatcreme wieder als Basis. Da kommt jetzt Ketchup mit dazu und außerdem Paprikapulver, Salz und Pfeffer.
Das Ganze dann einmal gut verrühren und fertig ist der Cocktail-Dip. Die Dips jetzt einmal umfüllen und bis zum Grillabend kühl stellen. Ein großer Anteil an Gemüse darf natürlich auch nicht fehlen. Ihr könnt da für eure Gemüsepäckchen, die wir jetzt machen, nehmen, was ihr da habt. Ich habe jetzt Aubergine, Zucchini, dann habe ich auch noch Paprika, zwei verschiedene Farben. Jetzt habe ich mir auch noch gedacht, nehmen wir rote Zwiebeln mit dazu, die passen auch immer sehr, sehr gut. Alles in eine große Schüssel geben, Olivenöl mit dazu. Und dann würzen wir das natürlich mit Salz und auch nochmal mit italienischen Kräutern. Thymian, Rosmarin und Co. passen einfach perfekt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Schafs- oder Feta-Käse mit dazugeben. Der schmilzt dann nämlich gleich richtig schön. Ihr könntet jetzt aber auch zum Beispiel Halloumi-Käse mit reinnehmen. Der schmeckt auch richtig lecker. Die Alufolie dann zu Schiffchen formen und am besten die Seiten schön verschließen. Ich gebe jetzt hier Gemüse rein. Schau, dass ich natürlich von allem etwas habe. Und das Schöne ist, dass ihr die Schiffchen jetzt während des Grillvorgangs auch nochmal verschließen könnt, damit sich eben die Hitze da drin schön verteilt. Ihr könnt sie aber auch gegen Ende wieder aufmachen. Also das ist eben das Schöne, dass man da komplett flexibel ist. Und übrigens, wenn ihr jetzt irgendwie keinen Grill habt, aber trotzdem Lust habt auf die Rezepte, ihr könnt alles auch im Ofen zubereiten. Und das Fleisch, was ich euch gezeigt habe, das geht auch in der Pfanne. Wir bleiben thematisch beim Gemüse und für mich gibt es keinen Grillabend ohne Maiskolben. Und da habe ich jetzt einfach diese vorgekochten, die bekommt ihr vakuumiert. Die nehmt ihr jetzt am besten und gebt da vorab schon mal ein bisschen Salz auf alle Seiten. Mehr kommt jetzt erstmal noch nicht dazu. Die werden jetzt in Alufolie gewickelt und dann kommen sie auf den Grill. Da müsst ihr euch schon Zeit nehmen, so ungefähr 15 bis 18 Minuten braucht dann eine Maiskolbe. Und dann kommt nämlich der leckere Trick, das habe ich mal in einem mexikanischen Restaurant gesehen, dass Chili und Limette mit Salz auf Maiskolben vereint wurden. Und das hat mir so gut geschmeckt. Und dann schnappt ihr euch ganz gemütlich am Grilltisch Mayo Chili von Miracle Whip. Vertraut mir. Ja, Werbung an der Stelle, aber das habe ich selber immer da. Und dann nehmt ihr euch einfach einen Pinsel mit dazu, den Maiskolben dann nach dem Grillen einfach schön mit der Mayo Chili bepinseln und Limettensaft mit dazugeben. Fertig. Das nenne ich mal einen Grilltisch und natürlich könnt ihr auch noch so Dinge wie Würstchen mit dazu kaufen, dann habt ihr die auch noch, aber wie angeteasert freue ich mich jetzt schon auf meine Maiskolben. Mmh. Lecker. Das Team ist jetzt mit mir mit, Hamza ist auch gleich da und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ist mal was ganz anderes gewesen, ihr habt viele Rezepte, viele Inspirationen und wenn ihr mehr solcher Grillrezepte sehen möchtet, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und abonniert meinen Kanal kostenlos, damit ihr solch genialen Rezepte auch nicht mehr verpasst und ich lasse mir jetzt diesen Maiskolben und alles andere noch schmecken. Tschüss!